Skin. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir was ganz Neues überlegt. Also nein, sind wir mal ganz ehrlich, die Idee ist geklaut. Aber auf dem Kanal hier ist es neu. Und zwar Rap-Tierlisten. Speziell Alben und EPs, speziell zum Künstler Kollega. Dachte ich mal, fange ich mal damit an, weil ich da schon eine wunderschöne vorgefertigte Tierlist gefunden habe. Wie gesagt, das hier ist Fast-Food-Content. Vielleicht ein bisschen ungesund, vielleicht nicht ganz Fairtrade, aber es erfüllt seinen Zweck. Also quasi genau das, was ihr mir wert seid. Gucken wir doch mal direkt rein, was wir hier haben. Wir haben Alphagene 2, Alphagene 1, Bosse, Bosse, Boss Aura, Lyric Lounge 2, wir haben Hotep 2, Hotep 3, Hotep 1, Imperator, JBG 2, JBG 3, JBG 1, King, Kollega, Legacy, Lyric Lounge 1, Monument, Platin war gestern, die Xmas Edition von ZHT1 bzw. ZHT1, ZHT3 und ZHT4. So, und anhand wie ich diese Tapes fand, werde ich das Ganze hier ordnen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Liste denkt und wo ihr was platziert hättet und wo ihr denkt, dass ich ein scheiß Vollidiot bin, der überhaupt keine Ahnung hat. Und wir starten direkt rein. Ich finde es reizvoll, wenn wir es nicht in chronologischer Reihenfolge machen, sondern wirklich hier anfangen, wo der Ersteller das gemacht hat. Alphagene 2. Alphagene 2 fand ich war in Ordnung. Es war durchgehend auf einem ähnlichen Produkt. Level, also als Album hat das Ding schon funktioniert. Das Problem war die Erwartungshaltung die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit erwartet, bis zur zweiten Single-Auskopplung, dass uns hier wirklich ein Ding im Stil von Alphagene 1 erwartet. Und dann kam Valhalla. Und Valhalla war halt ein Double-Time-Massaker, was cool war, aber gar nicht das, was ich wollte. Was wahrscheinlich die wenigsten wollten in dem Moment. Wir hatten davor Alpha-Genetik bekommen, was mit dem Sample von Mafia 1 wirklich grandios war. Kollege hat geile Lines drauf gespittet. Und dann kam Valhalla, was vom Inhalt her etwas schwächer war, was aber seinen Fokus einfach woanders hatte. Und trotzdem war es enttäuschend wegen der Erwartung. Und ja, das war so ein bisschen ernüchtert, könnte man sagen. Yayo mochte ich jetzt auch nicht so gerne, ist aber ein cooler Ohrwurm gewesen. Ich finde, es hatte Odin war auch cool, obwohl ich die Hook nicht mag, die war echt nicht so cool. Ich würde sagen, es ist auf keinen Fall ein schlechtes Album, aber nicht wirklich mein Highlight von Kolle. Deswegen würde ich sagen, packe ich es in Relation zu allem anderen mal auf C. So, dann kommen wir zu Alphagene 1. Alphagene 1 habe ich tot gepumpt. Das habe ich so oft gehört und trotzdem könnte ich es immer wieder durchhören. Mir würde trotzdem irgendwas Geiles auffallen. Das Einzige, was vielleicht manchmal ein kleines bisschen störend war, wenn ein Kollege versucht hat, hier zu viele Reime reinzupacken, weil das schon an manchen Stellen ziemlich ausgeartet ist, aber trotzdem geniales Ding, geniale Reime, geile Wortspiele. Und was ich am besten finde daran ist, wenn er eben nicht alles zugestopft hat, hat er seine Lines so brillant formuliert und auf den Punkt gebracht. Die Pointen haben immer funktioniert. Man hat immer gerafft, was er meint. Also klar musste man ein bisschen nachdenken, aber die Reime waren geil, es war alles mega verstrickt und es waren keine Triolen oder Double-Time-Passagen in normal langen Zeilen drin, um das alles vom Inhalt her reinzustopfen. Er hat es wirklich geschafft, das einfach so durchzuboxen und das war einfach ein geiler Style, den er damals gefahren ist, plus die damalige Kollegastimme. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich schon ein A-Level-Album. Bin auch am Überlegen, nee, so komplett bosshaft, also das bosshafteste vom bosshaftesten kommt noch, werde ich aber noch gucken. Dann als nächstes, Boss der Bosse. Boss der Bosse ist schwierig für mich, das habe ich vielleicht nur 2 bis 3 Mal durchgehört, da hat mich vor allem der Mix gestört. Man müsste ja meinen, als er da bei Rispo aufgenommen hat, im Studio, ich glaube in Flingern war das, hätte die Qualität besser sein müssen, aber ich finde teilweise klingt die Xmas Edition deutlich besser als dieses Album hier. Teilweise sind Tracks einfach zu leise, zu komisch gemischt oder haben nicht genug Wumms, als dass sie mich überhaupt überzeugen können. Vom Sound her, von der Melodik und so weiter, stinkt es auch relativ hart ab. Natürlich sind ja legendäre Tracks drauf wie Sommer. Die sind auch wirklich genial. Ich kann mich nicht durchringen, es zum Beispiel neben Alphagene zu stellen und auch nicht direkt darunter. Dafür ist es für mich einfach nicht kultig genug. Es kommt für mich auch auf C. Boss Aura. Boss Aura ist auch wieder ein schwieriges Ding, weil es hat wahnsinnige Höhen und Tiefen. Bei Boss Aura ist es so, du hast geniale, mega gute Tracks, die zu den besten von Kollega zählen überhaupt. Und dann hast du wiederum Sachen wie Ich hasse dich Player oder so, was für mich komplett unten durch ist, was so schmalzig ist und so komisch klingt. Und dann sind so Sachen wie Jetlag, wo die Parts übertrieben geil sind und die Hook ist so ein bisschen Der damaligen Julians Blog-Analyse stimme ich auch wirklich nicht bei allem zu. Der hat das Ding ja wirklich in Grund und Boden geredet. Trotz allem ist es ein Album, was so viel geiler hätte sein können, wenn man die Tracks, wo zu krass experimentiert wurde, vielleicht doch hätte beiseite gelegt oder noch jemanden hätte drüber hören lassen, der vielleicht sagt, Leute, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Es tut mir in der Seele weh. Ich tue es erstmal auf B, weil wie gesagt, übermenschliche Tracks, wirklich Business Paris, Boss Aura selbst auch, aber auch Mondfinsternis. Und ich finde auch Du ist ein sehr, sehr guter, spannender, echter Song, was man von Kollega selten hört.
Es ist schon ein Ausnahmealbum. Stopp mal, falls du schon mal ein Video von mir geguckt hast und den Stuff feierst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dieses Ding hier liken würdest. Und was ich am meisten feiern würde, ist, wenn du dir hier unten den ersten Link gibst, da kommst du zu mir auf Spotify und siehst meine Songs und kannst dir da mal ein paar Dinger von mir geben. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. So, die Lyric Lounge. Bei der Lyric Lounge ist es so, sie interessiert mich bis zum großen Teil nicht. Für mich ist das Promomaterial, was aber gut ausgearbeitet ist. Es fußt ja, glaube ich, alles auf dem Witz, den Kolle damals mit dem Fahrkartenkontrolleur hatte, als er so diesen Spaßtrack gemacht hat, wo er eine Rolle personifiziert hat und Farid fand das verdammt lustig, dann hat er das als Geschenk bekommen, diesen Track. Und Kolle hat noch mehrere Texte geschrieben und als Promophase für King ist das dann so eine Art EP-Album geworden. Jetzt labere ich mich gerade um Kopf und Kragen, weil das ja schon der zweite Teil ist. Ich muss sagen, den zweiten Teil, der jetzt mit ZHT5 gekommen ist, finde ich besser. Gut, die Zigarrenpausen-Bars, wo theoretisch kein Beat ist, daran muss man sich gewöhnen, aber die Bars sind Gold. Da sind so viele gute Lines drauf und ich habe mich echt gefragt, wie kann er bei einem ZHT5, was schon so übermächtig ist, dass da nochmal so lyrisch dichte, gute, starke Tracks sind. Deswegen, ich muss echt sagen, Lyric Lounge, B, müsste ich öfter hören, aber ich find's strong, ich find's wirklich, wirklich stark. Hotep 2, wieder Promomaterial damals bei diesem Album hier, Imperator, was ich auch übertrieben stark fand. Ja, Boss ist back, ein alter Zuhältermann hier, und du fragst, Mama, was macht der Zuhältermann hier? Nun ja, zum einen bringt er heiße Flows wie Lava und Magma spritzen und zum anderen, nun ja, er ist mein Lava und Magma. Ja, auf jeden Fall mega, mega geil, mega cool an vielen Stellen. Ich finde auch die Beats geil. Ich glaube, in der Russian Coca Session hat er ja auch einfach so einen Beat genommen, den man ja auch aus 8 Mile kennt und von, ich glaube, weiß leider das Album nicht, wo der Beat ursprünglich gelaufen ist, aber geil, war wirklich cool, das zu hören. Das packe ich auch auf C. Vor allem, weil alles zusammenhängt. Und Lyric Lounge 3 ist so eine Sache, das ist auch strong. MTV Cribs zum Beispiel habe ich so, so gefeiert. Bei dem J-Jiggy Interview bin ich damals aufgestanden, weil ich das so krass fand, dass die dem Song wirklich ein bisschen Liebe geben. Also mega geil, kann man nicht anders sagen. Ich finde, es ist so gut aufgezogen gewesen. Von den Songs her ist das Ding sogar konstanter als Hotep 2, da würde ich sagen B. B in dem Fall. Vor allem sehr starke Reimketten. Und das gleiche gilt für Hotep 1. Ich glaube, 1 und 3 stechen das 2er schon aus, obwohl das 2er auch gut ist. Da rede ich mich gerade echt in die Bredouille, Mensch. Aber 1er hat halt noch so unglaublich fette Reimketten gehabt und das ist auch noch fucking lustig an so vielen Stellen. Wie zum Beispiel, dass er jemanden überfährt, der ihm was vorrappen will. Und dann geht er zu Freunden und sagt, dass er nie wieder rappt. Und die Freunde fragen, was ist denn in dich gefahren? Und er sagt, na, Kollege der Boss und seinem silbernen Wagen. Ich musste da hart lachen, als ich Bus gefahren bin. Deswegen auch übel strong. Okay, dann Imperator. Imperator ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, die Höhen sind nicht so krass wie bei Boss Aura, dafür sind die Tiefen aber auch nicht so schlimm wie bei Boss Aura. Es ist eigentlich ein durch und durch gutes Album und mein Favorite müsste Schwarze Rosen sein mit Alias. Das ist so ein krasses Teil. Ich glaube, es gibt nicht ein Kollege-Album, wo nicht ein krasser Song drin ist. Wirklich Bombe. Assi gut, kann man nicht sagen. Jetzt muss ich halt überlegen, ist es schlechter als Hotep 3 oder Hotep 1? Oder ist es besser als Alpha Gene 2? Dann würde ich sagen ja, deswegen packe ich das Ding auch auf B. Oh, jetzt wird's sehr, jetzt mache ich mich unbeliebt. JBG, die JBG-Reihe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den alten Farid nicht so gerne. Und ich weiß, da werden sich jetzt viele ärgern, aber der war mir früher, der hat mir früher zu gedrückt gerappt, zu Möchtegern-Player-mäßig so. Weiß nicht, von seiner Rap-Art und Attitüde hat es mich einfach irgendwie so ein bisschen rausgeholt immer. Der Kollege hat da auch starke, wirklich starke Bars gespittet und man kann hier wirklich nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein riesen Fan von der Reihe, aber JBG 2 fand ich relativ strong, finde aber nicht, dass es ganz auf die B-Tier-Liste kommt, deswegen würde ich sagen auf C. Dynamit war ein heftiges Ding, gerade als Auskopplung fand ich das richtig stark, dann kommen andere Songs an Stirnackenkommando, kann ich mich erinnern, und einige andere Songs, was gab es noch, vier Elemente und so, es war auf jeden Fall alles stark, wirklich, wirklich. Ich müsste es aber nochmal reinhören, ich habe nämlich JBG gut Zeit, also den zweiten Teil habe ich, glaube ich, 2016 das letzte Mal intensiv gehört und das müsste ich echt nochmal nachholen. Dafür kann ich mich noch besser an JBG 3 erinnern und es ist ein bisschen peinlich auch hier. Ich habe das Album damals echt lange Zeit nicht angerührt und zwar nur, weil es die Klassenvollidioten bei mir gehört haben, die ich nicht mochte. Und deswegen wollte ich mich von denen distanzieren. Die haben dann die ganze Zeit im Sportunterricht geschrien, mach den Weg frei, JBG 3. Und irgendwie habe ich da die ganze Zeit gecringed. Und das ist auch ein bisschen doof, weil das Album so strong war eigentlich. Der Hammer-Dinger drauf. Ave Maria höre ich bis heute. Ich finde es schade, dass Game Changer nicht auf Spotify ist. Das habe ich so hart gehört, totgepumpt auf YouTube. War auch ein krasses Ding. Und auch die anderen Single-Auskopplung. Sturmmaske auf. Ist einer meiner Lieblings-Kolle-Tracks, Farid-Tracks überhaupt. Und da machen sich beide grandios drauf. Da habe ich das Feeling bekommen. Der Beat ist
Endlevel für mich. Und deswegen würde ich wirklich sagen, ja doch, es ist durchgehend extrem stark. Muss man wirklich sagen. JBG 1 wiederum war gar nicht so meins. Das war vom Sound noch zu roh. Ich glaube, die wussten noch nicht ganz, wo sie damit hinwollen. Für mich ist es D, weil es einfach für mich zu unausgereift war. Das hatte auch seine Highlights, aber da bin ich leider auch gar nicht drin. JBG 1 müsste ich wirklich nochmal eine Session machen, wo ich das Album höre. Wir können ja gerne mal eine JBG 1 Album Reaction machen, wenn ihr wollt. Da könnte ich ja nochmal einiges aufholen und im Nachhinein dann ein Video machen, dass ich diese Tierliste hier nochmal komplett ändere. Ja, Kollega King. Das Kultalbum schlechthin. Die einen lieben es wahrscheinlich, die OG-Fans werden es wahrscheinlich ein bisschen hassen, weil das das massentauglichste Kollega-Album ist, wo der Mainstream-Hype gekommen ist. Und Mainstream schreckt ja immer viele oldschoolige Fans ab. Es ist auch das Album, was mich am Anfang zu Kollega gebracht hat, da ich erst seit 2013 intensiv Deutschrap höre. Was aber nicht heißt, dass ich mittlerweile keine geschulten Ohren habe. King habe ich letztens wieder gehört und ich muss wirklich sagen, es ist ungewohnt, weil Kollega teilweise einen wirklich hohen Stimmeinsatz hat. Es fehlt oft viel Arroganz von dem, was er hatte. Die Flows sind oft sehr ratterlastig. Also im Raster wird viel mit Triolen gespielt und 32. Noten innerhalb von normalen Lines, die aber nicht aufgestopft klingen, wie zum Beispiel bei Legacy oder so, sondern wirklich routiniert, gut. Auch wieder sehr viele Kultklassiker drin. Allein das Outro, aber auch das Intro. Wirklich, Alpha war ein Track, den hat er ja einfach so runtergeschrieben. Und er meinte, das wäre eine der besten Sachen, die er je geschrieben hat. Und es geht auch wirklich richtig gut runter. Auch King, Königsaura, wie gesagt, Omega und einige andere Sachen. Es ist nicht komplett fehlerfrei, aber es ist das. Ich würde sagen, es ist sehr stark poliert, massentauglich, Kult. Deswegen A an der Stelle. Dann kommen wir zum Album Kollega. Und das ist so ein Hammerteil, wirklich. Das ist das, was ich über Alpha-Gene gesagt habe, wenn Kollega halt die Zeilen nicht zu sehr presst, dieses Level hält er hier auf Kollega gefühlt konstant. Er macht ja auch teilweise Sing-Sang-Melodien mit in seine Rap-Parts, probiert sich aus, hat hier routinierte Double-Times drin. Ey, wirklich, es kulminiert in absolute Klassiker-Songs wie Coca-Musik, wo er genialen Double-Time mit reinbringt und unglaublich geniale Reime. Double-timed ja, während er rappt, ich besuche dich in deiner spießigen Doppelhaushälfte, nie mehr Tageslicht, nie wieder Sonnenaufgänge, nur noch ein kurz auf dich zielendes Shotgun-Laufende. Junge. Endlevel. Deswegen, das Ding ist bosshaft. Dann noch so Tracks wie Kollega, In der Hood und so weiter. Das ist ein Album, was absolut strong ist. Legacy? Joa, Legacy ist so. Legacy trägt alles zusammen, ist ein fetter Track. Aber an sich müssen wir das nicht großartig thematisieren. Ich würde sagen, weil es nicht für sich alleine steht, großartig, würde ich sagen D. Dann, die Lyric Lounge 1. Die finde ich tatsächlich schwächer als den zweiten Teil. An das Hood Tape 2 kommt es eigentlich auch nicht ran. Deswegen würde ich sagen D an der Stelle. Ich finde auch den Mix in einigen Songs nicht gut. Es ist trotzdem witzig, es ist trotzdem cool und es ist Kult, aber mehr auch nicht. Monument hingegen, dennoch Monument würde ich sagen, ist auch wieder B. Das hat geile Beats, auch einige Tracks, die richtige Höhen sind. Die Tiefen sind nicht so ganz vorhanden, also es ist durch und durch solide. Aber kein Kollega-Album, was ich mir zu oft geben würde. Also, ich habe nicht diesen riesigen Bezug dazu. Das Outro ist cool vom Feeling her, hat aber nicht diese Hammerlines, die man vielleicht von Kollega gewohnt ist. Also dieses, der Mais, der ist in Topform, fand ich nicht so gut. Dann Platin war gestern. Ja, Platin war gestern, auch wieder D. Das war für mich ein ganz komisches Album, so was zu einer ganz weirden Promo-Zeit beim Echo-Skandal gekommen ist. Gib mir nichts, fand ich nicht interessant, habe ich vielleicht einmal gehört. Mitternacht 2 war cool, ein paar andere Sachen auch, das hat auch geile Lines gehabt, aber das Schnurstracks haben mit mir vorbeigegangen. Eigentlich könnte man sagen, hier komm, das kann eigentlich schon hier auf die Liste hier, weil ich das wirklich zu wenig kenne. Zuhältertape 1, die Xmas Edition. Absolut Boss auf das Ding. Ja, man kann sich über die Audioqualität hier streiten, aber das habe ich so oft gepumpt. Das kann ich zwar nicht auswendig, wie zum Beispiel der gute Jiggy, aber der hat so gute, allein Angeber, also nicht Angeber Paul Rap 1, der Song heißt ja anders, aber auch wie er das da reimt und dann das am Ende auf die Zeile kommt, dann mach einen Handstand voll, der mit deiner Hippie-Frisur wisch ich dem Flo, du bist eine Hure, das sind so, das geht so locker von der Zunge, er rappt das richtig gut runter, mega geil. Jeder Track hat was, ist super gut gerappt. Er hat ja gesagt, dass er das in so einer richtigen vierwöchigen Dauerschreib- und Aufnahmephase gemacht hat, wo er das durchgezogen hat und sich gedacht hat, da hat er was ganz Besonderes und das stimme ich ihm vollkommen zu. Hammerding, nämlich den Winona Ryder. Oder warte, ich fick Jennifer Lopez, denn ich bin der Typ, der mit Jenny verlobt ist und Jenny verlobt ist, wenn ich sie besorge, bis 6 in the morning. So ein geiles Ding, Alter. Mega. Das ist absolut Top-Tier, wirklich. Dann, jetzt wird's auch wieder, also, ja, was soll ich sagen, Alter?
Das ist so ein geniales Teil für mich. Ohne Witz. Das war ja das Album, was er ursprünglich gesagt hat, sein letztes sein werden würde. Dementsprechend hat er das Ding nochmal vollgepackt bis oben hin mit geilen Punchlines. Das ist so stark. Die Beats finde ich hier überragend, Alter. Millennium. Endlösung. Junge, das Outro ist so gestört. Was gibt's noch? Fahrenheit. Alter. Was für Beats da drauf waren. Das Intro aber auch. Als niemand geboren werden, als König sterben und ich gehe geradeaus wie die Ölreserven. Ich bin mit Geldbergen geschäftig wie Schatztaucher. Und vor allem die, Alter, die Hotels. Junge, die Hotels, die waren so gut. Und du hast sächsischen Dialekt? Der Boss nicht, er hat... Wer kennt's noch? Genau, das war so genial. Und genau dasselbe gilt für mich für ZHT4. ZHT4 ist... Ich hab's nochmal... Ich hatte, bevor ZHT5 rauskam, habe ich für einen Monat lang jeden Abend durchgepumpt im Auto, immer auf Hin- und Rückfahrt von meiner Arbeit und mir ist regelmäßig die Kinnlade runtergeklappt. Wie zum Beispiel bei Pitbulls und AKs geniale Reimmuster verwendet und die in die nächste Zeile mit überleitet, die dann wieder geile Reime hat und ein geniales Wortspiel am Ende. So genial, ich muss gar nicht über Angeber Prol Rap Infinity reden, weil jeder von euch weiß, was das für ein Brett ist, Alter. Das Intro ist auch vollkommen stark, er macht aus Drogenmafiosis Dosenravioli, Junge. Kollega, der Profi zieht die Springfield Rifle und färbt dein ganzes Viertel rot wie das Windows-Zeichen. Das ist genial. Und jetzt würde theoretisch nur noch ZHT5 fehlen. Und ZHT5 würde ich, wenn ich das jetzt noch platzieren müsste, ganz klar irgendwo zwischen A und Bosshaft platzieren. Das Ding war auch wieder so genial, wie es kaum nur geht. Ich würde es erstmal hier zwischen platzieren, weil ich es immer noch regelmäßig höre und es immer noch nicht komplett sacken lassen konnte. Aber da ist der Boss wieder in Höchstform. Man merkt, ich finde es stärker als King, ganz klar. Ich finde es auch stärker als Job. Ja, okay, das ist wieder vom Sound was anderes. Aber ZHT5 auch wirklich genial. So, das war meine kleine Einschätzung. Die nächste Tierlist wird von Alligator sein, die wir da einschätzen werden. Und bis wir uns wiedersehen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Abgefuckte Scheiße in meinem Kopf, zieh an der Pfeife, bin verloren im dichten Nebel, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Kenne den Scheiß, bitte, wann wird das zu Ende gehen? Gebe keine Fick und lass mich treiben, wie Kevin James, yeah. Heavyweight, fly wie die Emirates, flippe dabei locker zu dem Beat, Miami Bass.